Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mal mit dir zusammen in die Pinkbox schauen, die habe ich nämlich jetzt im Abo. Und wenn du Bock drauf hast, zusammen mit mir hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, ab 13,45 kostet die Box und das zahle ich halt auch monatlich, ne? Bin ein bisschen aus der Puste, denn draußen ist es warm. Beauty-Produkte sind hier drin enthalten. Hauptsächlich etwas größere Geschichten, hauptsächlich etwas drogerielastiger. Aber ich wollte sie mir mal anschauen. Ich hatte auf Instagram so eine Umfrage gemacht, welche Abo-Geschichten euch interessieren würden. Ihr habt für die Pinkbox und für den Purish Mahina Club Mahina Club abgestimmt. Und deswegen schauen wir mal in diese Sommerbox hinein. Wirklich schön. Also das Design mag ich richtig gerne leiden. Ne? Und steht hier hinten was drauf? Ja, Sunkist. Okay, das scheint dann wohl die Edition zu sein. Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2024. Das ist neu. Habe ich noch nie auf einer Pinkbox gesehen. Ist auf jeden Fall eine große Box. Finde ich sehr, sehr cool, ne? Also, ist auch sau schwer, ne? Und prall gefüllt. Das macht schon mal einen ganz guten Eindruck, muss ich wirklich sagen. Den Klebi habe ich jetzt mal auseinandergefusselt. Und dann haben wir hier einmal so einen Flyer. Und ich sehe schon ein großes Produkt. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Was haben sich die Boxenpacker beim Boxenpacken gedacht? Hey, Sweetheart, we feel sun-kissed today and you. Kennst du dieses Gefühl, ob zu Hause oder im Urlaub, wenn man schon morgens völlig erfüllt wach wird, weil uns die Sonnenstrahlen sanft wecken? Oder du am Strand einen kleinen Nap einlegst und völlig erholt von der Sonne wach geküsst wirst? Solltest du genau wissen, was wir meinen, dann weißt du, was uns zu dieser Box inspiriert hat. We love summer, sun and tan. Und das möchten wir mit dir teilen. Lass dich von unserer neuen Pinkbox unter dem Motto Sunkist in eine Welt voller Sonnenschein und guter Laune entführen und genieße das Gefühl, von der Sonne geküsst zu sein. Du bist neugierig geworden und kannst es kaum erwarten, welche Produkte sich in unserer neuen Edition verstecken. Dann scanne jetzt den QR-Code und rufe das digitale Magazin zur Box auf. With love, dein Pinkbox-Team. Ja, dann hast du hier als Sonne getarnt den QR-Code. Da werde ich euch die Preise entsprechend zu raussuchen. Und ich starte hier mal mit so einem großen Klopper. Das ist krass. Parfümfrei von Nivea Repair and Care. 10% Glycerin und Panthenol für sensible und juckende Haut, beruhigt gereizte Haut und stärkt die Hautbarriere. Das ist ein Bottich mit 400 Millilitern. Alto Belly. Gesicht, Körper, Hände. Also ich glaube, damit werde ich zum Beispiel meine Oma super glücklich machen oder meine Mama. Das ist echt ein Brocken. Rieche ich jetzt so nichts? Habe ich irgendwas mit Parfümstoff frei vorgelesen und ich rieche dran? Das passiert manchmal, ja. Also das ist halt so ein richtiger Brocken. Ceramikrokristalliner. Vielleicht sind das Ceramide? Weiß ich jetzt nicht. Also finde ich sehr, sehr cool, dass es so eine Reihe gibt von Nivea. Das wusste ich so gar nicht. Und deswegen finde ich auch persönlich diese ganzen Beautyboxen sehr spannend, weil wir immer wieder auch neue Produkte entdecken können. Oder Produkte, die es schon länger gibt, an denen wir aber immer wieder vorbeigelaufen sind. Ein Bottich mit Creme. Das ist geil. Dann habe ich hier etwas drin enthalten von Gosh. Da ist so ein bisschen Fusselei drin. Ein Sparkling, das ist ein Highlighter. In der Farbe 002 Sundust. Ich glaube, der wird mir schon ein bisschen zu dunkel sein. Ne? Das können wir jetzt schon direkt sehen, ohne dass ich den swatche. Ja, ne? Also das in matt wäre definitiv die perfekte Bronzerfarbe für mich, aber nicht als Highlighter. Aber schön, dass wir einen Highlighter mit drin haben. Gosh ist jetzt eine Marke, die wir eher in Boxen finden, als die wir jetzt irgendwie gezielt kaufen würden. Dann habe ich eine B-Routine SOS Lippenpflege Ampulle drin. Ultraglanz und intensive Pflege für die Lippen, für spröde Lippen mit High-End-Ölkomplex. Das ist diese hier. Ich kann mir vorstellen, dass du da super viele Anwendungen rauskriegst, weil das ist ja viel, ne? Das ist ein Milliliter, aber du kriegst das ja also nicht jetzt in einmal leer. Finde ich aber irgendwie cool. Also schade, dass es dann als Ampulle ist. Das hätte man vielleicht irgendwie in einem... So diese Parfümfläschchen, die ich kacke finde, wo man keinen Sprüher drin hat, sondern einfach so einen Pumpel drin hat. Ne? Da rein, dieses Produkt, wäre super. Weil als Ampulle wird dir das ja irgendwann schlecht. Du kannst sie ja leider nicht verschließen. Mache ich halt in einen Tupperpot oder so rein. Aber finde ich cool, muss ich wirklich sagen. Weil ich habe öfters mal im Sommer, dass ich Sonnenbrand auf den Lippen kriege. Wobei ich Lippenpflege mit Lichtschutzfaktor verwende.
Oder dass ich einfach, wenn ich Liquid Lipstick oder sowas trage, meine Lippen sehr stark ausgetrocknet sind. Deswegen finde ich das an sich als gutes Produkt hier in der Box, ne? Dann habe ich hier von Triacum Moon etwas drin. Endless Summer mit Aprikosenkernen. Meine schönste Erinnerung. Dieser eine lange Sommertag, der mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ein intensives Körperpeeling mit Aloe Vera und Sonnenfrische Duft. Oh, das hört sich super an. Abgesehen von den Aprikosenkernen. 225 Milliliter sind hier drin. Das ist echt ein Brocken. Aber ich mag nicht so gerne Peelings mit diesen Kerngeschichten. Einfach weil das bei mir nicht so gut funktioniert. Ich bin eher so ein Fan von Zuckerpeeling oder von Salzpeeling. Das ist meins. Aber es hört sich ansonsten richtig gut an. Also sonnenfrische Duft, mega geil. Aloe Vera, richtig cool für den Sommer geeignet. Auch was hier so draufsteht und wie das aussieht, ne? Aber. Oh Gott, das riecht so gut. Und das sieht so hübsch aus in diesem Mint-Türkis. Ding und Gold und so. Kannst du wahrscheinlich dann eher, also ich kann das dann wahrscheinlich eher als Duschgelersatz verwenden, wenn ich ehrlich bin, ne? Ich glaube, ich werde das auch verwenden, weil ich das so cool finde. Ja, aber auch halt wieder ein großes Produkt, was ich total toll finde. Dann habe ich hier noch mit drin enthalten von Salt House Anti-Pickel klärendes Gesichtswasser, reinigt gründlich mit totes Meermineralien und Salicylsäure. Das ist BHA, da müssen die Leute aufpassen, die sehr sensible Haut haben und die schwanger sind, die stillen, die dürfen es nicht verwenden. Salicylsäure auch eigentlich bitte nicht im Sommer verwenden, ohne Parfüm, ohne Alkohol, ohne Mikroplastik, 200 ml, ist auch halt wieder ein großer Brocken. Aber ich muss halt wirklich sagen, dieses Produkt ist in einer Sommerbox jetzt nicht ganz so gut aufgehoben. Am besten dieses Produkt abends verwenden. Und wenn du eine sehr sensible Haut hast, danach bitte abwaschen. Ich persönlich würde euch empfehlen, es einfach aufzutragen und dann abzuwaschen. Dann am nächsten Tag mal schauen, wie hat meine Haut reagiert. Und auf jeden Fall Lichtschutzfaktor verwenden, ne? Denkt auf jeden Fall dran und denkt an meine Worte und denkt dran, dass man aktuell auch mein Kosmetiktäschchen in Kooperation mit Dalton bekommen kann. Ja, ich habe auch aktuell den 20% Rabattcode Beauty Claudi, Mensch, für 20% Rabatt auf alles bei Dalton. Ne? Gönnt euch auf jeden Fall hart. Und das. Nee, wow, ich habe hier noch zwei Sachen. Dann ist die Box voll. Es ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Beauty Glam Ultimate Glow Mask mit Niacinamiden und Vitamin C für einen makellosen Teint. Interessant, okay. Das ist diese hier. Und ja, eine Hydrogelmaske. Ich mag sehr gerne Hydrogel-Gesichtsmasken. Die packe ich mir auch auf jeden Fall in den Kühlschrank. 15 bis 20 Minuten lässt du es drauf. Die ist auch so zweigeteilt. Die wird ausprobiert. Da werdet ihr in meinem Aufgebrauch-Video was zu hören. Das letzte, was ich hier drin habe, ist zweimal von Comodines Self-Tanning. The Original Gold. Golden Tan in 3 Stunden. Face and Body. Das sind so Tücher. Kann ich vielleicht mal an den Beinen ausprobieren. Ja, im Gesicht würde ich das nicht machen, weil bei mir wird vieles sehr schnell orange, ne? Deswegen verwende ich eher meinen Selbstbräuner Booster von Beauty Mates in meine Hautpflege oder in meine Gesichtspflege oder meine Körperpflege, Beinpflege eingemischt. Ja, das machst du drauf. Wie lange musst du denn dann warten? Muss man irgendwie oder kann man direkt was machen? Einfache und schnelle Anwendung. Bis zu 3 Tage Urlaubsteint. Sehr gut, ne? Verleiht eine natürliche und gleichmäßige Bräunung ab 3 Stunden nach der Anwendung. Auf sauberer, trockener und hydratisierter Haut anwenden. Also man sollte sich vorher eincremen. Nach dem Auftragen Hände waschen. Ja, sonst sehen die aus wie Sau, das stimmt. Ja. Okay. Okay. Hier steht jetzt nicht, dass man sich danach nicht anziehen dürfte. Also quasi, ne? Okay, wird ausprobiert. Interessante Box. Also das war für mich jetzt persönlich ein schöner Start, dass ich mein Abo der Pinkbox wieder aufgenommen habe. Schaut mal in der Infobox vorbei. Ich gucke mal, ob ich so einen Freunde-Werben-Freunde-Code klar machen kann, ob man den bekommt. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Ich bin von der Box echt überzeugt. Ich finde, das passt auch gut in den Sommer, abgesehen von dem Ding. Aber gut, wenn man es abends verwendet, dann geht es halt auch. Ne? Aber denkt an den Lichtschutzfaktor. Ich weiß, ich nerve. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega darüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!